Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute mal mit der ungeschminkten Wahrheit, denn ich bin eigentlich gerade dabei, meine Koffer zu packen. Wenn ihr das Video seht, bin ich quasi gerade auf dem Weg nach Berlin. Wir fahren nach Berlin. Und genau, dann kam aber gerade Hermes mit der Look Fantastic Beauty Box um die Ecke und da habe ich mir gedacht, komm, ne, die packen wir doch einfach mal jetzt zusammen aus. Dann habe ich auch mal ein bisschen Pause vom Kofferpacken und Denken und nicht vom Denken, sondern vom Aufgeregtsein. Ich glaube, so kann man das am besten sagen, ne? So, also, ich habe hier die Look Fantastic Beauty Box, die erscheint monatlich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bekomme sie sowohl in Kooperation zugeschickt, als auch in meinem eigenen privaten Abo. Und eine von den beiden Boxen verlose ich immer an euch. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht nämlich in der Infobox. Schau gerne mal rein. Und je nachdem, welche Box dann eher ankommt, wird ausgepackt und die andere wird dann an euch verlost. Ja, wir haben dieses Mal echt dieses klassische Boxendesign wieder. Celebration of Beauty ist hier auch wohl das Thema. Das steht hier unten. Und ich liebe ja diese Farbkonstellation, ne? Dieses Mintgrün mit Lila ist einfach wunderschön. Und ja, also das sieht hübsch aus. Ist definitiv eine tolle Aufbewahrungsbox. Normalerweise kostet die ab 17 Euro pro Box und pro Monat. Und ihr könnt auch immer mit Claudi Welt, das ist mein Code für euch, den maximalen Rabatt rausholen. Und auch generell dort gerne mit dem Code im Shop stöbern gehen. Denn der gilt auf super viele Produkte und gibt euch da halt immer richtig gute Rabatte. Ja. Jetzt möchte ich mit euch hier reingucken. Look Fantastic ist übrigens 10 Jahre alt geworden. Deswegen haben die jetzt wahrscheinlich gerade so eine Special-Geschichte am Laufen. Happy Birthday an dieser Stelle. Ich entferne den Deckel und hier drin steht Find Beauty in Every Moment. Ich kann mir vorstellen, also entweder haben die wirklich jetzt auch diese Box als Box für alle Abonnenten genommen, ne? Oder jeder bekommt halt quasi eine andere Variante. Das weiß ich nicht, also eine andere, ne? Wie das so aussieht. Der Inhalt der Box ist eigentlich gar nicht so variabel. Der ist auch immer online direkt aufgeführt, dass man nicht, also ne, alle kriegen irgendwie gefühlt das Gleiche, vielleicht mal ein Produktabweichung. Genau, und hier haben wir auch den QR-Code zum Scannen, wo man dann halt nochmal so ein bisschen den Inhalt der Box erfahren kann. Das ist leider alles auf Englisch. Auf der Homepage sehen wir es dann auf Deutsch, aber da steht nicht so viel zum Motto. Aber es geht auf jeden Fall um den 10. Geburtstag. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen das Seitenpapier auf und sehe schon direkt, dass die sich halt auch von den Produkten her voll am Farbthema der Box orientiert haben. Also ich glaube schon, dass jeder diese Boxenform hat, ne? Richtig cool. Ich starte mit dem ersten Produkt. Wir haben übrigens 6 Beauty-Produkte eigentlich immer so in der Box. Und ich habe hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte. Ne? Okay, also man merkt, dass ich aufgeregt bin. Es tut mir total leid, aber ich freue mich immer vor solchen Events, weil ich halt meine Kolleginnen und Kollegen treffe. Teilweise ja auch Freunde von mir sind das dann, ne? Und es sind so viele tolle Menschen da und es wird generell ein schönes Event, weil der Mensch, der es veranstaltet, halt auch bewusst die Leute auswählt und das immer sehr, sehr schön ist. Nun, auf jeden Fall habe ich hier erstmal so ein kleines Seidensäckchen, das was ja nicht original Seide ist, aber so ein kleines Säckchen halt. Und da drin, das finde ich gut, haben wir einen Taschenspiegel. Klar, wir haben jetzt auch durch bald kommende Adventskalender wahrscheinlich auch alle ein paar mehr Spiegel, aber dieser hier fühlt sich sehr, sehr schön hochwertig an. Der scheint auch wirklich exklusiv für diese Edition oder für Look Fantastic hergestellt worden zu sein, denn da steht er ja auch vorne drauf, ne? Das ist süß. You look fantastic. Und das ist so ein schöner Vergrößerungsspiegel mit 2 verschiedenen Vergrößerungsformaten. Und ich verwende diese Spiegel jedes Mal beim Schminken, zum Beispiel, wenn ich meine Mascara auftrage. Dann halte ich den ja immer so vor mich, wie so ein Brot, wo ich reinbeißen möchte, ne? Und gucke dann von oben rein, damit ich, wenn ich mir hier die Mascara auftrage, hier nicht an meinen Lid datsche. Mega cool. Und dann habe ich hier jetzt halt nochmal ein Spiegelchen. Denn der, den ich habe, ist A, jetzt gerade im Koffer, und B, auch schon relativ uppe, ne? Also der ist halt in regelmäßiger Anwendung. Das nächste, was ich hier drin habe, und wir haben hier recht viel dekorative Kosmetik drin, ist von Glow Hub der Buff Blush. Ich glaube, den habe ich sogar schon da. Das hier ist jetzt in der Farbe Pinched. Also, ne, farbtechnisch definitiv am Birthday Design orientiert. Ja, der kommt mir bekannt vor. Das sieht nämlich sehr, wie soll ich das sagen, tamponmäßig. Nein, Tampon ist ein bisschen groß, ne? Ja, Erwachsenenspielzeug vormäßig aus, ne? Genau. Und da haben wir halt diesen wunderschönen Blush. Und ich meine, dass ich auch exakt diese Farbe habe. Ist sehr, sehr hell. Das heißt, diejenigen, die vielleicht vom Teint her etwas dunkler als ich sind,
haben dann vielleicht Probleme, den ans Laufen zu kriegen. Das weiß ich nicht. Aber sehr schön. Also hier so ein Cream Blush drin zu haben, so ein Stick Blush, finde ich auch sehr, 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 sehr nice. Ich finde es cool. Auch die Marke ist ja, glaube ich, relativ gehypt, ne? Dann habe ich hier von CAT London ein Loose Powder drin. Ich glaube, das habe ich in der Sonderversion noch irgendwie in einer... Also ja, das Extraordinary Setting Powder Translucent mit 5 Gramm. Das habe ich, glaube ich, nämlich noch in meiner Collection hinter mir, also in meinem Backup. Ist das mein Schminkkit? Nein, mein Schminkkit ist das, was ich quasi ständig verwende und was in meinem Tisch hier drin ist. In meiner Sammlung, genau. Und das ist ein schönes Puder. Man muss ein bisschen aufpassen wegen dem Weißeln. Bei mir funktioniert es aber sehr, sehr gut. Mag ich. Und ich mag auch CAT London. Ich hatte das öfters auch mal in Boxen drin, Produkte von der Marke. Und habe euch dann auch irgendwann mal ein Fullface sogar geschminkt, weil ich dann auch mir Produkte noch dazu gekauft habe. Ne? Gut, jetzt haben wir hier noch ein dekoratives Kosmetikprodukt. Das habe ich lange in meinem hier drin gehabt, habe es dann irgendwann aussortiert, weil ich es einfach nicht verwendet habe, bin ich ehrlich. Von Ayeko Spotlight Highlighter Pencil in der Farbe Pearl. Ich glaube, viele freuen sich darüber, wenn man sowas sowohl als Highlighter verwenden kann, die Farbe sehen wir hier, ne, als auch als Inner Corner Highlight oder auch komplett aufs Lid gegeben oder so, ne. Das ist schon nice. Also kann man auf jeden Fall machen. Für mich war es einfach zu trocken. Ich habe in dem Zeitraum, wo ich das aufgemacht habe und versucht habe, ans Laufen bei mir zu bekommen, sehr trockene Augenlider gehabt und das hat einfach nicht gut ausgesehen und dann ist er mir halt irgendwann eingetrocknet. Das sind 1,41 Gramm, also es dürfte eine Originalgröße sein, ne? Also da haben wir jetzt schon einen richtig guten Inhalt, meiner Meinung nach, mit dekorativer Kosmetik, was ich ja liebe, und einem Tool in der Box, aber es warten noch 2 Pflegeprodukte auf uns. Das finde ich so genial. Das ist eine meiner absoluten Lieblingshaarmasken, aber die ist so teuer, dass ich einfach immer so ein bisschen scheue, sie nachzukaufen. Ich habe sie schon 2 Mal aufgebraucht und jedes Mal quasi geweint, wenn der Tiegel leer war. Also in Anführungsstrichen geweint, ne? Chris Appleton und Color Wow haben sich nämlich zusammengetan und die Money Maske rausgebracht. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Maske. 50 Milliliter sind hier drin und das macht dir so fantastische Haare. Also ihr habt es jetzt, wenn ihr die Box abonniert oder wenn ihr sie neu abonniert, auf jeden Fall jetzt mit drin und könnt das mal ausprobieren und dann auch so ein bisschen meine Leidenschaft für dieses Produkt vielleicht nachempfinden. Die ist einfach klasse, die macht die Haare richtig toll und das hält auch richtig lange. Du lässt es 3 bis 5 Minuten drin, kannst es dann auswaschen und die Haare sind richtig schön kräftig. Also jetzt nicht irgendwie so wuff, ne, aber die sind so, die fühlen sich einfach gesund an, um das mal so zu sagen. Und ich liebe diese Maske. Und deswegen finde ich das gerade so cool, dass das hier drin ist. Also freue ich mich mega drüber. Und dann habe ich hier das letzte Produkt, was farblich halt auch passt. Witzig, wir hatten ja erst die lila Produkte und jetzt haben wir halt diese mit grünen Produkte. Das ist so überlegt, ne? Ich bin gerade wirklich, also davon bin ich gerade so ein bisschen monkmäßig beeindruckt. denn wir haben von Rituals hier The Ritual of Karma Hydra Boost Complex das Foaming Shower Gel und zwar in der 50 Milliliter Variante mit Lotusblüte und weißem Tee und ich glaube, das kommt doch wirklich gut, ne? Also Rituals haben wir irgendwie alle immer gerne in der Box, weil das ist jetzt, also es ist schon hochpreisig, es ist nicht unbezahlbar, aber es ist schon hochpreisig, aber ich persönlich habe immer das Gefühl, dass wenn ich Rituals Produkte in der Box drin habe, dass es gut ist. Qualitätsvermutungseffekt, keine Ahnung, ich freue mich darüber. Und wenn das dann auch noch farblich so gut passend ist, das ist ein toller Duft. Ich glaube, viele freuen sich darüber und eine schöne Reisegröße jetzt halt auch, wenn so die Reisezeit ansteht und so, ne? Gleichzeitig haben wir hier aber doch relativ viele Full Sizes mit dabei. Da kannst du für 17 Euro wirklich nichts verkehrt machen. Was meint ihr? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr happy drüber. Werde mich gleich auch nochmal schlau machen, ob es noch sonst Alternativprodukte gegeben hätte. Und ja, also erfahrungsgemäß ist es, wenn dann mal vielleicht ein Produkt was abweicht, das habe ich euch dann ja eingeblendet, ne? Aber ich glaube, wir haben hier ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben tolle Produkte in der Box und das ist halt echt meine Lieblingsbox. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Look Fantastic Box ist einfach so im Laufe der Zeit zu meiner Lieblingsbox geworden, weil du keinen Ramsch drin hast, das ist alles irgendwie überlegt, das ist nicht irgendwie so, ne? Das sind coole Marken, coole Produkte, einfach nur eine große Empfehlung von meiner Seite aus. Schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch den Link dazu reingesetzt und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr mich auf meinem Berlin-Trip begleiten möchtet. Und ja, genau, dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.